Danach setze ich mich hin und lese ein Buch. Ja, dann werde ich da auch unterbrochen durch die Kunden. Also beim Lesen verdiene ich Geld, beim Filmemachen verdiene ich Geld als Dokumentendienstleistender und als Filmemacher, ne, ist natürlich vorher viel Geld. Also ich muss vorher viel Geld ausgeben. Ich habe jetzt sehr viel Geld ausgegeben für Star Wars. So, das hier ist ein Fachgeschäft. Ich bin ein Dokumentendienstleister, ein Filmemacher, ein Fachgeschäft. Ja, Fachgeschäfte kennt kaum noch einer. Wer kennt denn noch ein Fischgeschäft? Ne? Wer kennt noch Tante Emma? Wer kennt noch einen richtigen Kiosk? Ne? Und einen kleinen Laden da? Ne? Ja, ihr wisst schon, ne? So Fischladen, Käseladen, Brotladen, ne? Himmeltorte, gar nicht mehr. So, wie gesagt, ich bin ein Fachgeschäft und fachlich gesprochen mache ich aus, weil ich kriege wieder Kunden. Tschüss. Aber das habe ich gestern schon gemacht. Warte, das war kein Sommerarm oder was? Hurra, Sommer in Tropfenform. Ach, ist das geil. Also 2014 flogen uns Bäume um die Ohren und hier war Umsatz ohne Ende. Schadensberichte und was weiß nicht. Den anderen Leid des anderen freut, ne? Das ist halt so. 2015 haben wir wieder mal Sommer. Seit dem 21.06. haben wir Sommer. Sommer, ja. Und in Tropfenform. Ja, in Tropfenform, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Sommer naht in Tropfen. Ja. Ach, die Leute finden das auch geil. Ich meine, wir haben hier wirklich Stimmung. Wir machen Stimmung. Wir leben in Frohnhausen. Das ist so ein Unterteil von Entenhausen. Nur hier ist kein Mensch froh und Enten laufen hier auch nicht rum. Nee, da müssen wir da ein bisschen weiterfahren an einen Teich. Wenn wir Glück haben, kommen dann ganz viele Enten aus Entenhausen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, wie gesagt, Walt Disney hat die Macht. Ja, den Sommer schaffen die auch nicht. Viele fahren halt ins Resort, Paris etc. Oder, ja, ich weiß nicht, bei dem Wetter Karussell fahren, weiß ich nicht. Müsst ihr aber selbst entscheiden. Wie gesagt, das ist das Fazit von 6 Monate im Jahre 2015. 6 Monate sind mit Tröpfchenform und mit Strahlen von 32 bis 35 Grad. Haben wir schon gehabt, genau. Wenn ich das hier abmache, habe ich weiß, dann wisst ihr das. Leicht gebräunt von 1-2 Tagen. Genial, genial. Ein Sommer, der ein Winter war und ein Winter, der ein Sommer war. Genial. Und schuld daran ist die SPD, sang schon Rudi Carrell. Also immer dasselbe, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ihr euch dieses Video angesehen habt. Also auf Deutsch, ich kann genauso viel Blödsinn, Mist machen wie andere. Nur die will man ja unbedingt sehen. Ich kann jetzt hier, sagen wir mal, einen Computer euch vorstellen in 4K. Ist da. Ja, da. Das ist 4K. Und hier ist der Computer hier vorne. Und hier ist der Monitor. Monitor. So, und was habt ihr davon? Ne? Ja, die Frage lautet nur, leisten sollte man sich einen Computer oder eine PS4? Und hat man sich gerade eine PS4 geleistet, kommt ja schon die Schreckensmeldung PS5 zum Beispiel. Ja. Oder man kauft sich so ein Samsung S4 und schon S5 und man hat noch gar nicht eruiert, 4, 5, kommt schon 6. Also ihr wisst schon, macht was ihr wollt. Schwachsinn, mögt jeglichen Schwachsinn. Würde mich freuen, wenn ihr solche Videoclips von meiner einer auch mögen würdet. Hebt mich bloß nicht in den Himmel rein, sonst muss ich auch noch zum Fenster raus. Ne? Ihr wisst schon, dann kommt die Mickey Maus und dann ZDF, ARD, RTL und was weiß ich nicht alles. Ja, Angst vor Stefan Raab haben wir ja nicht mehr, dass man da irgendwie verkackeiert wird. Außer Tele5, das sind ja alles Toleristen. Ne? Tele5 sind ja alles Toleristen, die zerreißen einen dann bei einem Schläflatz. Ne? Schläflatz oder keine Ahnung, das Ganze da. Ich bin tolerant, ne? Ich bin Tolerist, ne? Und so weiter und so fort. Und Tele5 hat es ja auch mal versucht da mit einer Sendung. Ne? Die haben, ja, alles klar, komm, vergiss es. Ich meine, die schmeißen so viel Geld raus, dass sie sich dann einmal im Jahr den deutschen Filmpreis um die Ohren hauen können, ja. Ach, Leute, ey. Was die können, können wir auch, weil wir es gelernt haben. Nur tun wir es nicht, ne? Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Mal gucken. Na, wie sieht's aus?